steckt Rosetta? Wer ist Rosetta? Sie haben wohl versucht, sie vor dem Verstreckungsbefehl zu verstecken. Ihre Forschung könnte der Schlüssel zu allem hier sein. Aber warum ein Säuberungsbefehl, wenn dabei ein solch wichtiges Geheimnis zerstört wird? Vielleicht Panik? Oder sie wussten etwas, das wir nicht wissen? Isaac, danke fürs Nachsehen. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Dead Space 3. So, wir haben jetzt die CMS Terra Nova erreicht. Und jetzt schauen wir mal nach, was uns da erwarten wird auf der Terra Nova. Dort müssen wir ja, schon wie erwähnt, einen Shuttle reparieren. In welcher Richtung ist das Shuttle? Santos, Sie haben die gespeicherten Aufzeichnungen gefunden. Was steht drin? Nur, dass das Shuttle außer Betrieb war. Sie wollten es aufschlachten. Super, also weiß niemand, was genau ist. Es muss irgendwo noch detailliertere Aufzeichnungen geben. Ich sehe mich mal im Schiff um. So, und jetzt werden wir die Terra Nova auch besteigen, sozusagen. Oder beziehungsweise auf dem Weg denn machen. Und genau da müssen wir auch hin. Erstmal müssen wir die Türchen hier öffnen. Und jetzt gehe ich auf den Schwemus heraus und ab durch das Airlock. Ab ans Board. Und hier haben wir auch gerade in der schönen Seitenansicht meine neue Waffe gesehen, die ich mir gebaut habe. Ein Plasma-Cutter kombiniert mit einer Magnum 45. Und hier habe ich ein Bogenschießgerät. Das ist ein Lichtbogen. Der haut ja auch gut Damage raus. Munition haben wir, bis der Arzt kommt. Genug. Leider nur noch zwei Health-Pakete. Also die gehen jetzt ziemlich schnell zur Neige, habe ich festgestellt. Aber das macht ja nichts. Wir können uns ja hoffentlich bald mal neue basteln. Oder wir finden auch jede Menge. So, jetzt betreten wir das Schiff, was seit langer Zeit keiner mehr betreten oder verlassen hat. Was haben wir denn hier? Anzugstation. Gucken, ob wir unseren Anzug nicht eventuell verändern können. Rig upgraden. Was machen wir mal? Stase? Nee, Chinese auch nicht. Ich möchte gerne meinen Rig ein bisschen upgrade haben. Oh. Trefferpunkte leider nicht. Luft können wir upgraden und Panzerung auch nicht. Okay, dann lassen wir es erstmal. Ja, können wir erstmal leider nichts weiter daran ändern. So, ich habe jetzt auch, Gegensatz zu meinem ersten Aufnahmeversuchen, mit dem neuen Mikro habe ich jetzt alles ein bisschen mehr optimiert. Ich sitze jetzt näher dran und ja, ich hoffe, die Qualität ist jetzt besser geworden. Ja, es war ein bisschen Rumtüftelei. Ich habe es ja vorher ohne Ingame getestet. Hoppala. Wo müssen wir pinnen? Wir sind... Also wir sind in der ersten Etage. Okay, ja, stimmt. Eins ist immer Erdgeschoss bei den Amis. So. Da habe ich ein bisschen rumgetüftelt schon. Jetzt habe ich noch mal auch ein paar Mal mit Ingame-Sounds und so mit unter reellen Bedingungen mal getestet. Und habe somit auch meine optimalere Einstellung gefunden für das Mikro. Komischerweise läuft es über Front-USBs besser als über meine am Mainboard direkt befindlichen Anschlüssen. Normalerweise ist das doch immer andersrum, oder? So, die erste Leiche am Boden. The first body is found on the ground. It's lying still with a skull face. So, ja, die erste Leiche schon. Ja, ist auch kein Wunder. Weil auf dem Schiff gibt es ja auch schon seit längerem keine Überlebenden mehr. Die Reserven sind auf Standby. Frachtfunktionen sind offline. Okay, ist klar. Läuft praktisch auf Notstrom. Da frage ich mich nur, wie lange halten denn die Batterien hier auf Notstrom? Naja gut, das ist jetzt nicht unser Problem. Das ist also die Brücke, wo wir hier sind. Mit schöner, chilliger Musik. Na dann, das ist eine Nachricht. Die hören wir uns mal eben an. Schiffsrekorder ein. Alle bereithalten für Drosselung. Okay, Edwards, es kann losgehen. Verstanden, Val. Auf der Brücke heißt das für dich immer noch Commander. Schon klar, Schätzchen. Retroschub aktiviert. Wow, ruhig, Brauner. Das Lochboot hat angelegt. Vielen Dank, dass Sie mit der Terra Nova geflogen sind und willkommen am Arsch des Universums. Okay, Leute, Beeilung jetzt. Sikorsky, du rufst Admiral Graves. Kettle, du meldest dich bei Cargo ab. Es ist jetzt deine Show. Setzen wir die Schiffe ab. Aufnahme Ende. Ja, die hatten wohl einen Cowboy, ne, als Pilot an Bord. Ja. Und sie sind mitten in ihr Verderben geflogen.
Was haben wir denn hier Interessantes? Oh, eine Upgrade-Platine. Plus 1 Feuerrate. Das ist doch auch mal nice. Und da liegt irgendwas unter dem Körper des Besatzungsmitgliedes. Und zwar ein Textlog. Das lese ich euch mal eben schnell vor. Beginn der Aufzeichnungen. Scuff, ISC 30692, CMS, Terra Nova. Elcor Sam Kettle. Adam Graves fordert den Versuchsobjekttransport vom Planeten an. CMS, CR Crozier und CMS Franklin sind unterwegs. Was zum Teufel geht hier vor? Wir sind ein Versorgungsschiff, kein Zoo. CDL Valerie Dietz, Transport bestätigt. Sorry Sam, mir sind die Hände gebunden. Sehen wir einfach zu, dass das Zeug auf den Lande, auf den Laderaum beschränkt ist. Verdoppelte die Quarantäne der Checks. Ende der Aufzeichnung. Ja, die haben also Biomaterial geborgen von den Planeten unter uns. Wahrscheinlich auch nicht nur von den Planeten, sondern also von dem Mond. Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau, ob sie das jetzt von den Planeten oder von dem Mond geborgen haben. Aber hier kann man wieder irgendwas hacken. Dann werden wir dies auch mal eben schnell tun, ne? Ah, da war was. Mal wieder reinfuchsen, wie das geht. Wenn man zwei Projekte gleichzeitig macht, ist das manchmal ein bisschen... komm her. Aber ich mache ja gerne zwei Projekte. Dann müssen wir ein bisschen Abwechslung rein. Sieht aus, als wäre unser Shuttle hinten im Schiff. Ich aktualisiere jetzt unsere Ortungssender. Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt. Wenn wir es wieder flott kriegen. Laut Diagnoseprogramm ist es ein Schrotthaufen. Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Überall um uns herum sind Ersatzteile. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. Na klar. Das kriegen wir hin. So, also das Raumschiff hier ist nur noch Müll. Ist doch kein Wunder. Das Legale gammelt die ganz lange schon im All rum. Und naja, ist wahrscheinlich von Necronörfchens bevölkert. Das Raumschiff. So, jetzt gehen wir mal weiter. Und ich hoffe, die kommen uns jetzt nicht so schnell zu nahe. Ja, der Gruselpart hat begonnen. Ist ne, schön düster und so. Aber, naja, ich möchte jetzt nicht weiter über das Spiel meckern. Aber ich finde, also gut, insgesamt ist es schon sehr cool. Also, nur hat eben... Es fehlt Atmosphäre. Die Gruselatmosphäre vermisse ich so ein bisschen. Dass ja sowas jemand sagen werde, hätte ich auch nicht gedacht. Aber gut. So, erstmal schön alle Kisten hier kaputt machen. Okay. Ja, cool, kann ich hier flippern? Das wäre ja mal nice. Aber schade. Das wäre mal ein nettes Gimmick gewesen im Game. Dass man hier Flipper spielen kann oder so einen Retro-Automaten zocken kann. Das wäre nochmal richtig geil gewesen. Aber nein. Schade. So. Dann haben wir noch einen Spins, ja, aufmachen können. Oh, man kennt die Health-Kits. Das ist auch schön. Aber ich bereite mich schon wieder auf den Kampf vor, wie man sieht. Also, ich traue dem Braten nicht. Es ist mir viel zu ruhig. Da war doch was. Steht da, hat sich Kaniser einem Kanister bewegen zu können. Ja, das habe ich gerade schon getan. Danke für die Info. Das hätte ich ja ohne dich ja gar nicht hinbekommen. So, was hatten wir dabei? Altmetall. Aber ich meine, gelesen zu haben, dass man hier auch so einen kleinen Roboter bekommen kann, der für einen so Altmetall und so ein Kram einsammeln kann. Aber ich glaube, den werden wir noch finden. So, ich müsste eigentlich da lang. Aber ich gehe erstmal hier oben nur kurz schauen, was uns da erwartet. Aber erstmal muss ich Waffe nachladen. Ich muss jetzt stellenweise mal ein bisschen auf die Tastatur schielen. Weil ich nämlich genau vor meiner Tastatur nehme, das Mikrofönchen stehen habe. Ja, den hat's erwischt. So. Deshalb muss ich mal ab und zu mal ein bisschen auf die Tastatur schauen. Wo manche Buchstaben sich befinden.
Hydraulikantrieb, okay. Ich weiß ja nicht, was der bringt, aber ich glaube, das werde ich mal ausprobieren, wenn ich sobald ich wieder eine neue Werkbank finde. Aber mal schauen, was da so bei rumkommt, ne? Stirb! Glaubt, wir wären tot, ja? Ja, welches Problem ich jetzt manchmal habe, ist, dass meine Ingame-Tonspuren sich übersteuern. Wieso, weiß ich auch noch nicht. Ich nehme jetzt mal die Ingame etwas leiser auf. Aber ich glaube, das kann ich ja immer nachher ein bisschen verstärken wieder. Denke ich nur, wenn was übersteuert ist, dann ist es schwer, die Übersteuerung wieder wegzukriegen. Ohne, dass man es hört. Oder auffällt. Auch. Das ist dann manchmal etwas problematisch. Nochmal im Nachladen, das Ganze. Ich muss garantiert wieder hier weiter runter. Ja, muss ich auch. Aber, okay, die Tür ist eh zu. Gut, Stasis ist auch wieder aufgeladen. Gut, dann gehe ich mal hier runter. Und weiter geht's. Ah, was ist das denn für ein Viechchen? Oh, bist du süß. Wow. Ein alter Sucherbot. Könnte noch nützlich sein. Oh, da funktioniert er sogar noch, der kleine... Oh, ich habe meinen eigenen kleinen R2-D2. Wie süß. Drücke 3, um den Sucher auszurüsten. Habe ich getan. Und halte rechte Maustaste gedrückt und folge dem Radar. Drücke zum Aussetzen linke Maustaste. Achso. So, wohin? Okay. Komm, Kleiner, such mal was Schönes für Papi, hm? Ja, wenn du wiederkommst, kriegst du auch einen kleinen elektronischen Keks. Der Bot sucht Ressourcen und bringt sie zur Bank. Perfekt. Das ist doch auch mal ein nettes, kleines Gimmick. Wir haben zwar die Grusel-Atmosphäre etwas gekappt, aber trotzdem nette Gimmicks eingebaut, die ich aber sehr gut finde. So wie diesen Ressourcenroboter, das Waffenbauen, finde ich ziemlich cool. Also das ist schon wieder, was sehr, sehr schön an dem Spiel auch ist. Also bis jetzt macht es auch Spaß. Ist halt nicht so, ist das langweilig oder so. Dafür sorgt, ja, dafür sorgt auch schon die Action, die man in dem Game hat, ne? Oh, oh. Was ist denn für einer? Zwei Schuss, zwei Treffer. So, den habe ich zerfetzt hier. Du kleiner Mistkäfer. Ja, die sind ja aus Hunden mutiert, ne? Nicht wie in 2 und 1 aus Babys. So, weiter geht's. Und wir klettern die Treppe hoch. Und wir klettern die Treppe hoch. Okay. Quatsch. Da hat's dich erwischt. Du kleiner Ballermann. Da hab ich dich erwischt. Aua. Oh, hinter mir. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Dass hinter mir jetzt auch noch einer war. Hm. So ein Sprengkommando, Nekonorf. Nimm das dafür. Du kleiner Selbstmörder. Komm, weiter geht's. Ah, da war noch was drin in dem Arm. Oh, ein Medikit. Wunderschön. Ja, diese Türen sind etwas gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Aber okay, sind aber nett gemacht. Da ist eine dunkle Ecke, da ist nichts. Da ist eine Bank. Oh nee, nicht diese komischen Viechers. Vor meinem Rücken. Aber ich glaube, die sind tot, ha? Ein Textlog, das hole ich aber später. Ich möchte erstmal die Viechers hier plündern. Und dann lese ich das Textlog vor.
was steht denn da jetzt Schönes drin? Beginn der Aufzeichnung. SCUF ISC 31293. CMS Terra Nova. Algic Charles Sikorsky. Sikorsky. Sam, das musst du dir ansehen. Hab dieses Bild von Tim Kaufmann vom Planeten bekommen. Ist es das, was ich denke? LCDR Sam Kettle. Was denkst du dir eigentlich? Der Captain wird ausflippen, wenn sie ja rauskriegt, dass du einfach so geheime Infos verbreitest. Algic Charles Sikorsky. Glaubst du, das ist der Grund, warum sie uns alle hierher brachten? LCDR Sam Kettle. Halt dich da raus, Sikorsky. Glaub mir, je weniger du weißt, desto besser. Ende der Aufzeichnung. Ja, die Sachen davon sind Ränge, aber ich kann die leider nicht zuordnen. Die erschließen sich mir nicht, weil ich kenne diese amerikanischen Ränge nicht unbedingt alle auswendig. Wenn es deutsche Ränge wäre, es einfacher, ne? So, mal kurz in die Bank gucken. Vielleicht ist unser kleiner Roboter auch wieder da. So, ich habe hier Hydraulikantrieb bekommen. Schwerer Standardrahmen. Eine neue Platine habe ich gefunden. Feuerrate. So, ich will erstmal nur die neue Platine einbauen. Die könnte ich nämlich hier einsetzen. Ich glaube, das werde ich auch machen. Feuerrate. Ja, Feuerrate. Und mal gucken, was dann dieser... Achso, untere nicht verfügbar. Weil ich da ja eine Drehmanschette drin habe. Die werde ich mal kurz mal rausnehmen. Und dafür mal diesen Hydraulik. Ein Nahkampftool, das die Körperkraft des Benutzers verstärkt. Achso, da kann ich dann so Utz zuhauen, ne? Okay. Aber neue Waffen baue ich jetzt noch nicht. Wenn ich später mal bessere Sachen gefunden habe, dann wird das wahrscheinlich mal passieren. Objekte herstellen. Was habe ich denn im Tresor? Nichts. Der Tresor ist leer. Objekte herstellen. Was kann ich denn herstellen? Ich kann Munition, Medipack klein oder Medipack Kittel, sag ich schon, Mittel herstellen. Ich glaube, ja. Ich werde mir da auch welche herstellen. So, jetzt habe ich das, glaube ich, auch getan. Ich guck mal eben kurz in den Tresor. 1, 2, 3, 4. Okay, ich habe jetzt ordentlich Medikits wieder zugekriegt. Und das verstehe ich mal, diese ganzen Bord dann alle 5, Bord dann nur 1. Das erschließe ich mir manchmal nicht so ganz. Aber unser kleiner Roboter ist, glaube ich, noch nicht da. Wenn ich auf 3 drücke, ist er nämlich nur noch weg. Okay. Ich behalte erstmal die Waffe. Die finde ich eigentlich ziemlich cool. Vielleicht bastel ich mal wieder Maschinengewehr unten drunter. Das muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. So, jetzt öffne ich erstmal die kleine Tür und weiter geht's. So, erstmal nachladen, das dann gibt's die Dinge hier wieder. So, damit kann ich ja so und so schießen, das habe ich extra so gebaut. Das ist auch ziemlich nice. So, zum Glück konnten sie jetzt hier auch keine infizieren. Oh. Stehe ich zu nah dran? Nee, es geht. Hoppala. Perfekt. Er ist auch nicht aufgeplatzt. Weil die Viecher kenne ich auch noch aus dem zweiten Teil und dem ersten Teil und so. Weil wenn die aus dem Bauch schießt, dann platzen die auf. Da müssen wir nur so die Gliedmaßen abtrennen, versuchen und aufpassen, dass sie dabei nicht aufplatzen. Das kann dann nämlich ganz böse ins Auge gehen. So, im zweiten und ersten Teil kamen ja dann da diese, ja, kleinen Frösche, wie die heißen, Viecher raus, diese ganz kleinen Eklingen. Hier kommen dann diese komischen Blubberviecher raus, die dann, ja, Leichen befallen und die dann wiederbeleben, so Nekronörfchens. Ein Medikit gefunden. Was habe ich hier drin? Oh, eine Upgrade-Platine. Und was? Jo, nachladen. Was ist denn das? Nachladen und Schaden plus 1. Das ist auch ziemlich nice. Das könnte ich auch meine untere Waffe gleich reinsetzen. Damit die da auch noch ein bisschen mehr Power hat irgendwo. So, hier finden wir wahrscheinlich erstmal nur die einfachen Platinen. Ja, ist auch klar. Das nehme ich gleich am Anfang die fetten Platinen bekommen.
hat er mich doch noch getroffen, obwohl ich den unter Stase gesetzt habe. Aber zum Glück nicht so fett getroffen. Ich sammle ja manchmal Sachen, ich weiß gar nicht, was es ist. Aber ist auch nicht so schlimm. Immer wenn man Sachen findet, ist man ja glücklich. Terranova Bahndienst. Was ist das hier? Okay, hören wir uns mal die Nachricht an. Zugkollision registriert. Bitte melden Sie sich bei Cargo Operations, um das Hindernis zu beseitigen. Jawohl, ich sehe gerade, ich nehme auch schon seit 20 Minuten wieder auf. Leute, irgendwas blockiert das Bahnsystem. Cargo Ops sollte in der Nähe sein. Man kann die Schienen von dort aus sehen. Danke, Buckle. Ich sehe mir das mal an. Ja, und das sehen wir uns auch gleich in der nächsten Episode wieder an. Also schaltet wieder ein zur nächsten Episode von Dead Space 3. Ich bin Astoni. Und gehabt euch wohl. Ciao. Woohoo!